Willkommen in Rosa. Gerade ist ein weiterer Zug mit einigen beladenen FAC-Wagen eingetroffen. Sie sind für einen Rangierdienst eingeteilt, bei dem Sie diese Wagen zum Schüttgut-Terminal bringen sollen. Von dort aus entladen Sie sie, bringen Sie zurück und rangieren Sie weiter. Welche Lokomotive darf ich heute in den Dienst nehmen? Ah, wahrscheinlich die Lokomotive, ne? Lokomotive passiert. Und jetzt darf ich da nach hinten. Jo, dann mal schauen. Heute ziemlich neblig, verregnet, düster. Zuerst mal überall anders hin, nur nicht direkt. Da ist nichts. Hier komme ich nicht drauf. Alpha-Wand. Ah, und da wird gerade noch die... Aha, der rangiert auch ein bisschen. Wir sind wieder mit der japanischen Kooperationslok zusammen. Dann. Das passt soweit. Lösen. Stellwerk. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Dann beginnen wir heute unseren Rangierdienst. Schöner wäre es eigentlich noch, weil ich würde wetten, hier in Arosa steht eine Rangierlokomotive. Also es kann schon mal sein, dass man mit einer G44-2 fährt die Rangierfahrten. Also das traue ich schon zu. Aber ich denke halt mir auch, okay, weißt du was, da gibt es auch sicherlich... natürlich bin ich zu wenig nah dran. Ja. Und jetzt halten, ne? So, Türe zu. Und dann geht's einmal zur Entladestation. Ja. Wahrscheinlich sind wieder hier sehr viele Bauten. Fortfahren gemäß Signalbild. Ich wollte einfach noch mal sicher sein, weil ich plötzlich so ein kleines rotes Signal vor mir gesehen habe. Und lieber einmal zu vorsichtig als nachtragend sein. Ja. Ja. Ein bisschen Elektrobremse raus. Und dann fahren wir runter. Nicht mit allzu hoher Geschwindigkeit, weil... Ach, das war wieder so ein Zwischensignal, weil die Lok ja zuhinterst ist und die Distanz ja immer von der Lok aus gemessen wird. Sieht es dann so aus, als wären wir komplett schon vor dem roten Signal. Das ist fies. Ja. Da unten kommt's dann. Einmal schön weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Ja. Ich stehe hier. So, ein bisschen weiter hoch.
So ungefähr. Halten. So, jetzt noch ein bisschen Druckluftbremse. Ja. Yep. Weil wir halt nicht Rangierkollege spielen können, müssen wir halt aus der Lok raus. Weil du musst nur noch hinlaufen. Du kannst nicht mal einfach klicken oder rüberziehen. Nein, einfach hinlaufen, da macht's einfach BAM. So unnötig, liebes Spiel. So unnötig. Ja. Dann Stellwerk kontaktieren. Fahren mit reduzierter Geschwindigkeit. So. Einfach nochmals lieber sicher sein, als dann komplett wieder rotes Signal überfahren zu haben. Jo. Und jetzt hier entladen. Wo ist das Entladesieb? Sonst macht es ja herzlich wenig Sinn. Ja. Langsam anschleichen. Jo, bremsen. Wunderbar. Öffnen Sie die Frachttüren. Oh, auf das freue ich mich schon. Ja, Frachttüren. Oho. Ja. Schön, schade, dass da weder ein Gitter ist noch sonst was. Aber mal kurz schauen, wie das geht. Das wirklich langsam. Sieht jetzt nicht wirklich. Falsche Taste. Sieht jetzt nicht wirklich danach aus. Ja. Ne, wird es. Tja. Geöffnet, geöffnet, geöffnet. Ja, einmal rüber, einmal so. Schließen Sie die Frachttür. Ja, aber die sind ja noch voll. Ich. Hä? Nee. Haben Sie das extra so billig gemacht? Also, die sind ja noch voll. Die sind voll. Die haben zwar eine schöne Animation, aber die sind voll. Das, also. Ich muss sagen, ich bin doch enttäuscht von den Szenarien hier. Weil wenn dann entleeren, dann entleer sie bitte auch richtig
oder sonst, außer das ist ein Anzeigefehler, aber nee, da bin ich jetzt echt enttäuscht. Ich meine, wenn du nur so fährst, ja okay, dann geht es ja. Dann kannst du das ja so machen. Weil dann siehst du das ja nicht. Aber wenn du... Nee. Ich finde das, böse gesagt, erbärmlich, wenn man das nur in diesem Ausmaße zustande bringt, ja, ein Szenario zu machen, was wirklich einfach nicht gut durchdacht ist, nicht gut umgesetzt ist. Ja. Ich kenne das schon. Hat sich schon den Zug zusammengestellt. Oh. Nur ein Zweier? Ja, okay. Und jetzt noch vor dem Signal halten, dann bin ich glücklich. Ja, ein bisschen zurück. Noch ein wenig vor. Gut. Wir können abkuppeln. Da habe ich gerade noch das gesehen, da finde ich, kann man das ja auch gerade machen. Rauf. Lösen. Fortfahren gemäß Signalbild. Ah, das kleine Rangiersignal. Einmal über das Weichenfeld. Hey, wir gehen jetzt auf genau das Gleis, wo ihn vor unser Kollege hingefahren ist. Ja. Rüberfahren und anhalten. Und dann können wir wahrscheinlich da die Rungenwagen Ziel erfüllt. Gehen Sie über folgendes Gleise. Fortfahren gemäß Signalbild. Wunderbar. So, mehr als 20 fahre ich jetzt hier nicht wirklich. Weil es ist... Es ist eine Rangierfahrt. Natürlich könntest du schneller, ist ja erlaubt, aber man kann sich ja ein bisschen noch vorstellen, okay, weißt du was, da sind vielleicht halt ein paar Leute und da bist du lieber mal ein bisschen vorsichtiger am Fahren, als dann unvorsichtig und dann hast du den Theater oder das Theater. Ja. Schön bis nach vorne.
Gut. Jetzt können wir wieder ankuppeln. Mit den Rückspiegeln. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Natürlich habe ich vergessen. Oh. Zum Glück gibt es ja Checkpoints. Ja. Rückfahren, lösen. Stellwerk kontaktieren, fahren mit reduzierter Geschwindigkeit. So, jetzt. Jetzt passt es. Jodelö, jodelö. Jetzt schön. Jodelö. Die Lehren. Lehren, aber in sehr großen Anführungszeichen. Ja. Nein. Ja. Gut. Gemäß Signalbild darf ich fahren. Ich bin jetzt immer lieber, okay, frag nach. Egal, ob es zu viel ist, lieber einmal zu viel als zu wenig mit den leeren Wagen, ne? Leer. Spieldesign, ihr seid eine Katastrophe. Und dabei wollte ich seit dem letzten Szenario ins nächste nicht mehr so mit unschönen Sachen reinstarten. Ja. Passt. Nein. Nein. Ja. Einmal hier. Einmal rauf. So, schneller, 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 schneller. Fahrerlaubnis eingeholt. Vorziehen und dann die Rungenwagen müssen hier angekuppelt werden. Und das ist das erste Mal, dass hier oben volle Rungenwagen stehen. Habe ja im letzten noch gemeckert, dass sie das bis jetzt immer falsch gemacht haben. Verweigert. Ja. Dann wieder zurück. Nach Signalbild dürfen wir fahren. Eigentlich seltsam, dass er mir hier schon anzeigt, ja, ist gelb, darfst du rüber. Weil sonst war es immer rot, wenn ich ankuppeln möchte. Ich traue dem Braten fast schon nicht. Jodere. Jetzt ein bisschen abbremsen. Tipp, tipp. Türe wieder auf. Rungenwagen ankuppeln. Jo. Blub. Gut, wir haben die Erlaubnis
auf den Bahnsteig einzufahren, neben dem wir bei den leeren ZSC oder FCZ-Wagen vorbeifahren. Leer, große Anführungszeichen. Ich hänge mich wieder auf, es nervt, ich weiß. Aber Gott im Himmel, wie verkacken kann man bitte ein Szenario? Gut. Einmal raus, wieder abkuppeln. Wir sind halt heute Rangierdienst. Das würde ich mir, ja, hätte ich mir irgendwo durch gewünscht, dass man irgendwie eine kleine Rangierlok, sei es ein TM, sei es eine etwas moderneres, irgendwas hätte ich mir so sehr gewünscht für so Rangierfahrten wie hier jetzt. Gut, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob hier oben etwas stationiert ist. Ich vermute mal ja, ne? Aber das sind halt wirklich nur Vermutungen. Wissen tue ich da wirklich nichts. Aber es würde mich... Ja, kann sein, kann nicht sein, ne? Ja. Dann wieder lösen. Dann wieder Elektrobremse raus. Fortfahren gemäß Signalbild. Was ist das denn? Da wird es ja sogar noch immer freigegeben. Das ist sehr suspekt. Sehr suspekt. Ja. Verweigert. Okay. So, mal sehr langsam, weil es jetzt geschalten hat. Nochmals. Ja, lieber Vorsicht als Nachsicht. Gut, ich hätte jetzt auch nichts gesagt, wenn wir auf das Gleis kurz fahren und dann so rüber. Hätte mich auch gefreut, wenn das so gegangen wäre. Da wieder neben die leeren Wagen. Also es ist ein Wunder bei mir, wie sehr ich mich an gewiss Kleinigkeiten so wirklich den Zahn ausbeiße. Ja. Dann geht's weiter. Wir möchten die natürlich wieder ankuppeln. Mit reduzierter Geschwindigkeit, das ist wunderbar. Also für das, dass die stillstehen, quietschen die ganz schön, die Schüttgutwagen. Einmal über die Kreuzweiche. Ja, vorsichtig, ganz vorsichtig. Dann ankuppeln. Das war ja was perfekt. Okay. Hätte jetzt eher gedacht, zurückziehen, aber kann man auch so machen. Das wollte ich. Immer nachfragen, nie für selbstverständlich.
Gut. Dann einmal rückwärts rein. Gemäß Signalbild. Aber ich traue dem Braten nicht. Aber schön, dass es so gut geht. Dann können wir die hier ankuppeln und dann passt das. Ja, dann passt das. Dann kann der Personenzug dann mit zwei zusätzlichen Güterwagen runterfahren. Lösen. Und dann ankuppeln und dann wahrscheinlich noch die Lokomotive zurückstellen. Und dann passt das. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Ja, das machen wir. Jetzt nur noch mit 10 km/h maximal. Damit das ein bisschen... nicht, dass die Leute, die schon eingestiegen sind, den Rücken gebrochen kriegen, wenn ich da ein wenig ruppig da angefahren komme. Ja. Ja. Zum Glück hat hier eine Federung verbaut, die ist, die sucht seinesgleichen. Ja. Und ich sag's ja noch und dann bremse ich, aber irgendwie hatte ich vorhin so nicht das Bremsgefühl. Hier abkuppeln. Aufsteigen. Ja. Bisschen raus noch. Ah, er lädt jetzt erst jetzt die Fahrgäste ein. Kluge Wahl. Dann habe ich ja doch niemandem den Rücken gebrochen. Gestern war es so witzig, da hatte ich mit einem Kollegen geschrieben, von dem ich von vorgestern wusste, dass er sich gestern eigentlich so ein wenig einen Tag auszeit, also das heißt mehr oder weniger nur im Bett liegen, mal durchschlafen, ausschlafen, weil er hat nicht eine Schlafstörung, aber durch Medikamente und andere Sachen wird sein Schlaf beeinträchtigt. Und da wollte er einfach mal sich Zeit nehmen, wirklich durchzuschlafen, weil er braucht eine wirklich starke Schlafmedikation, damit das geht. Und ja, jetzt sind wir wieder hier. Genau, und da ist es dann bei ihm immer so ein bisschen so, Und dann habe ich ihn gestern Morgen geschrieben, geschrieben und habe so einen Umarm-Smiley noch dazu gemacht. Und dann kommt so, du, ich bin gerädert, ich bin kaputt, mein Rücken, der ist total zerstört. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, Mist, seitdem ich jetzt Sport mache, wurde ich ja zu einem richtigen Monster. Es reicht schon, dass ich dich mit einem Smiley umarme und dass ich dir schon den Rücken breche. Was für ein abgekatertes Spiel ist das bitte mit dem Sport? Und dann hatten wir so ein paar Minuten so Lachflash hin und her geschickt von uns, weil eigentlich ist es nicht witzig, aber es hat uns unseren Humor getroffen. Gut, liebe Freunde, das war mal etwas anderes mit ziemlich fatal falsch programmierten Sachen drin. Aber ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, dass es mal einen Rangier
Szenario ist und nicht einfach so Kur Arosa, Arosa, Kur Sachen ist, aber das gibt's noch ein paar Folgen, das kann ich euch versprechen. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen lieben Kommentar mit wie und was ich das besser machen kann. Ihr könnt auch jederzeit einen Kommentar hinterlassen zu meinen Geschichten oder wenn ihr selbst eine Anregung habt, über was für ein Thema ich mal aufgreifen soll, ein wenig reden soll, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, nehme ich sehr gerne mit und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!